Wie mache ich am Android-Handy im Facebook-Messenger eigentlich einen Dropbox-Link auf? Ist kompliziert, aber einfach, wenn man weiß, wie es geht. Natürlich, drauftippen auf den Link, ist klar. Dann geht diese tolle Seite auf und wir werden zum ersten Mal irritiert, so nach dem Motto, Dropbox, das ist ja gar nicht auf dem Handy drauf. Da müssen wir hier rechts oben auf diese drei Punkte tippen, damit Öffnen mit aufgeht. Wir wählen Öffnen mit aus und dann wird uns vorgeschlagen, oha, Dropbox ist ja doch drauf. Machen wir nur dieses Mal, beziehungsweise ich nur dieses Mal. Man kann auch immer machen, dann wird es automatisch damit aufgemacht, wenn man denn das Öffnen mitmacht. Und dann kommt die nächste uns irritierende Seite. Ein verpacktes Einhorn. Was soll uns das sagen? Wahrscheinlich nichts. Hier müssen wir dann unten in der Mitte auswählen. Öffnen mit, das ist das Öffnen mit-Symbol. Und oha, 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 es wird uns ein, ja, MP3 beziehungsweise generell Musikdatei-Abspiel-Software-Dingens vorgeschlagen. Ist schon automatisch das Standardding, was ich immer nehme, ausgewählt. Mache ich auch nur dieses Mal. Ist der ES Media Player, geht natürlich mit allen anderen, die auch MP3s abspielen. Und da ja, müssen wir dann mal kurz bestätigen. Es lädt und wir hören... Wahnsinn! Wahnsinn! Es funktioniert... Viele scheitern daran, wie wir ja sehen, an diesen irritierenden Bildschirmen, die nicht wirklich weiterhelfen. Und aber wir sehen, es geht, es funktioniert, wir hören was, es macht Krach. In diesem Sinne, viel Spaß in Zukunft mit der Zeitersparnis und dem Wissen, wie es geht. Und vielleicht noch ein bisschen Spaß beim Anschauen anderer Videos von mir, die ein bisschen was erklären oder ein paar Musiksachen von mir. In diesem Sinne, tschüss und vielleicht bis zum nächsten Video.